Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von StarCraft 2 Wings of Liberty. So, in dieser bisher längsten Mission in dieser Kampagne werden wir sehen, dass wir jetzt endgültig in diesem Part die Zerg ausrotten hier und uns nichts mehr passieren kann. So, wir sollten uns auf jeden Fall noch ein paar Stallions holen und hier auf jeden Fall noch ein paar, wie viel passen da rein? 4 Stück noch. 4 von den Soldaten. Und von denen will ich auf jeden Fall auch noch welche zum Schutz hier haben. Ja, komm, mach mal sofort 8 Stück. Damit es richtig gut läuft. Hier machen wir nochmal ein paar. Nee, da machen wir im Moment nichts. Hier rufen wir uns auf jeden Fall nochmal Einheiten. Sonnenuntergang in 30 Sekunden. Ja, da müssen wir echt noch gucken. Los, los, los! Sehr schön. Reinmal. Weil wir wollen ja nicht, dass sie uns da schon wieder platt machen. So, er. Machen wir ihn die Hölle heiß! Und er. Sobald die in den Boden eingezogen sind, kann auch eigentlich nichts mehr denen was anhaben. Weil die dürften gar nicht reinkommen. So, ich brauche aber. Oh, wir haben Nacht. Jetzt bin ich gespannt, ob wir den Angriff überleben. Hier auf jeden Fall mal gucken. Haltet eure Augen offen. Da draußen wird noch ein ganzer Haufen von denen rumlungern. Und da war schon weg. Jawohl. Wird gemacht. Wir gucken auf jeden Fall, dass wir hier auch jetzt mal in der Nacht ein bisschen was machen. Na? Da laufen schon welche. Die kommen gar nicht an unsere Basis ran, so wie es ausschaut. Ah, sieht doch super aus. Das Einzige, wo was passieren könnte, wäre da. Wir werden auf jeden Fall weiter marschieren. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wir sind ja hier oben noch ein bisschen... Was ist da? Jetzt sind die garantiert stinksauer. Vielleicht sollten wir auf Tageslicht warten. Bereit machen, Jungs! Den da rein. Hier müssen wir mal gucken. Oh, hier ist ja doch ein bisschen sehr viel los. Gucken wir mal, wie es den Einheiten geht. Machen wir ihn die Hölle heiß! Na, wisst ihr was? Wir ziehen uns dann doch ein bisschen zurück. Zack, hier rein. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ja, das sieht alles sehr gut aus, wenn die dann mal weglaufen würden. Hier kommt hier laufen. Sind wir bereit? Hört sich gut an. Schön da wegziehen, hier rein. Basis wird angegriffen. Wo ist die Action? Ey, kommt ihr da nicht durch? Na, dann bleibt bitte hier. Und wir werden gleich als nächstes hier unten durchgehen und von hier angreifen. Die Nebenmission haben wir auf jeden Fall erfüllt. 44 Gebäude liegen noch vor uns. Worauf soll ich ballern, Sir? Und da ich ganz waghalsig bin gerade, gehen wir hier auf jeden Fall durch. In Ordnung! Schick lieber ein paar Leichen weg. Ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Leute, bitte zurück. Alle Mann. Einheit 1, bitte alle Mann zurückziehen. War doch eine scheiß Idee, weil hier unten bei unseren Türmen kommen wir dann ja doch nicht mehr durch. Ich könnte aber dann auch da von den Halions gebrauchen. Wo ist die Action? Hier hin. Da bauen wir auf jeden Fall noch ein paar. Schon ist der Bunker wieder weg, aber wir müssen keinen neuen mehr nachproduzieren, weil wir jetzt doch dann genug Einheiten haben für den nächsten Angriff. Hier unten kommt keiner durch, obwohl der könnte etwas gefährlicher werden. Na? Ihr könnt hier etwas Hilfe gebrauchen. Ja, die Dicken, die halten halt dann doch ein bisschen mehr aus. Machen wir in die Hölle ein. Gut, davon haben wir dann welche. Wir könnten mal versuchen, noch ein paar von denen kaputt zu produzieren.
Bei denen geht das ja nicht. Da können wir dann auf jeden Fall nochmal davon welche machen, solange die Nacht noch geht, damit es nicht ganz so langweilig für euch ist. Ah. Ich will mal hier gucken, dass wir hier die Heiler noch bekommen. Dass unsere Viecher da ein bisschen geheilt werden. Was haben wir hier? Ach, da war wieder ein Dicker. Und noch 40 Sekunden. Wir können eigentlich jetzt in den Gegenangriff übergehen. Was ich glaube ich jetzt auch machen werde. Hier sind noch ein paar Aliens, die nehmen wir auch direkt mit. Ja, sicher sind wir bereit. Ach, die machen aber gar nichts mehr. Den Rest müssen die jetzt auf jeden Fall unsere Geschütze hinbekommen. Das ist der. Der geht mit dahin. Der geht mit dahin. Und auf geht's, Jungs. Auf ins letzte, alles entscheidende Gefecht. Der absolut ultimative Angriff. Wir haben es wieder Tag. Da sind sie verbrutzelt, die Gegner. Okay, suchen wir uns ein paar verseuchte Gebiete und räumen sie auf. So, mit A schleichen wir da auf jeden Fall wieder rein, damit wir auch dann direkt alles, woran wir vorbeikommen, niedermähen. Die Viecher, die hasse ich ja wie die Pest, diese langen Tentakel. Da ist auch schon wieder einer von unseren Aliens weg. Ja, da müssen wir echt aufpassen, dass wir davon nicht zu viele auf einmal bekommen, weil sonst ist ganz schnell unsere Armee weg. Auch wenn wir mittlerweile relativ viel Rüstung haben, weil wir ja das geskillt haben. Ich weiß gar nicht, ob dann da später noch andere Stufen skillen kann, aber ich meine ja. Was haben wir denn hier? Haben wir da noch was vergessen? Da kommen ja noch Nachzügler. Wieso kommen da noch Nachzügler? Verdammt mich. Hallo? Hier bleiben. Da. Da. Ja, so ist gut. Mann, das hat mich jetzt ein bisschen geschockt. Aber noch 36 Gebäude und dann haben wir es. Ja, da, das meine ich. Jetzt haben wir hier schon zwei von den Viechern. Schwierigkeiten sind dafür da, gelöst zu werden. Ja, ich freue mich schon dermaßen auf die zweite Kampagne mit dem Zerg. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wie die Kampagne hier an diese anschließt. Weil es muss ja schon recht cool sein. Vor allen Dingen, wie wollen die das machen, wenn man in Heart of the Swarm dann die Zerg spielt. Ja, und um mal zu erklären, wie ich, ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile überhaupt schon mal erklärt habe in einem meiner Let's Plays, aber ich... Du hast sie ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. Aber ich werde es so halten, dass ich jeden Tag nur eine Folge hochlade und es leider auch von mir erst die erste Zeit erstmal nur eine Folge zu sehen gibt, weil meine Internetleitung ist dann doch ein bisschen lahmarschig. Zudem muss ich dann auch deutlich arbeiten, was auch nicht wirklich gut ist. Also zeittechnisch kann ich nicht ganz so viel aufnehmen, deswegen kommt jeden Tag nur eine Folge. Das im Wechsel. Die zwei Let's Plays werden immer parallel zueinander laufen, wo an einem Tag dann eine Folge kommt. Wie jetzt zum Beispiel, wie ich es schon hatte mit Devil May Cry und mit Aliens. Da wird so sein, also montags Devil May Cry, dienstags Aliens, mittwochs Devil May Cry, Donnerstag Aliens und halt so wird das weitergehen. Und das werde ich auch die erste Zeit so beibehalten. Ich denke, wenn wir irgendwann mal umziehen,
werde ich dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall eine bessere Internetleitung bekommen, dass ich dann auch mehr Folgen am Tag hochladen kann. Im Moment lade ich nur nachts, wenn ich im Bett bin, Folgen hoch. Und joa. Meine Instrumente zeigen keine weiteren verseuchten Strukturen in diesem Sektor an, Jim. Ihr habt es fast geschafft. Es sind nur noch eine Handvoll verseuchte Biosignaturen übrig. Ich markiere ihren Standort auf der Karte. Ja, haben sie schon gefunden. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich mir erzählen war. Auf jeden Fall, wenn wir mal umgezogen sind, werde ich dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall eine bessere Internetleitung bekommen, die ich mehr Folgen am Tag hochladen kann. Dass ihr dann auch vielleicht 2 Parts pro Tag von mir bekommt. Aber bis dahin bitte ich euch noch darum, das zu entschuldigen, dass immer nur eine Folge am Tag kommt. Und ich werde auf jeden Fall immer gucken, dass es auch recht coole Parts werden, dass die Spiele relativ gut sind. Ich werde auf jeden Fall auch zusehen, dass ich sehr viele verschiedene Spielearten spiele. Weil immer nur dasselbe, also wenn es jetzt immer nur Ego-Shooter wäre, wäre ja auch langweilig für euch. Und damit haben wir die Mission geschafft. Du hast es geschafft, Jim. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt muss ich nur noch einen Ort finden, an dem meine Leute sicher sind. Ganz so leicht wird das nicht, meine Liebe. In dem Sektor wimmelt es nur so von Zerg. Irgendwo muss es einen Ort geben, den die Außerirdischen noch nicht kontaminiert haben. Ein unentdecktes Paradies, das nur auf uns wartet. So, da haben wir irgendeinen Erfolg gekriegt. 28 Minuten später schließen sie Epidemie ab, bevor die 5. Nacht heranbricht. Hey, das war ja super. Das haben wir ja super hingekriegt. Was wäre der nächste Erfolg? Vernichten sie in Epidemie auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Nachts 15 verseuchte Gebäude. Oh, das stelle ich mir schon wieder relativ hart vor. Aber bevor ich mich hier noch kaputt quatsche, meine Fresse, 44 Minuten diese Mission. Wir gehen sofort weiter, damit ihr auch noch ein bisschen mehr zu sehen kriegt. Und wieder unseren Ladebildschirm. Warum höre ich eigentlich immer auf zu quatschen, wenn ich da auf weiter klicke? Wenn ich sowieso weiß, dass der Ladebildschirm kommt. Aber ich will ja auch nicht in die nächste Sequenz reinquatschen. Danke, dass Sie zugeschaltet haben. Unsere Reporterin Kate Lockwell berichtet live vom Flüchtlingsschiff Skinner 2, das sich aktuell im Orbit von Meinhof befindet. Donny, die Opferzahlen hier draußen erreichen schwindelerregende Höhen. Enorme Flüchtlingsflotten kämpfen darum, die sicheren Kernwelten zu erreichen und längst nicht alle werden es schaffen. Es herrscht Mangel an Wasser, Nahrung und Hoffnung. Kate, wir werden später noch über die Pläne der Liga zur Rettung dieser Welten sprechen. Unter den Flüchtlingen wird viel über eine mögliche Rettung gesprochen. Und es scheint, dass sie ihre Hoffnungen zumeist auf paramilitärische Gruppierungen und Rebellen wie Jim Raynor... Vielen Dank, Kate. Live von einem Flüchtlingsschiff über Meinhof, wo alle sehnsüchtig auf die Rückkehr der Liga warten. Sie sehen jetzt einen Vermilion-Kommentar zum Thema Flüchtlinge. Sind sie wirklich unsere Verantwortung? Du bist ein echter Menschenfreund, Donny. Das ist ein echter Wichser, das hat nichts mit Menschenfreund zu tun. So, wir haben auf jeden Fall hier wieder ein bisschen was zu quatschen. Hier oben bei der Stripperin, die sehr stark von ihrem Tanzstil an World of Warcraft erinnert, haben wir den Tosh stehen. Und da gucken wir uns doch jetzt direkt mal an, was der zu sagen hat. Was hältst du von Dr. Hansen? Sie ist ein zuckersüßes Ding. Hat jedoch einen bitteren Nachgeschmack. Glaubst du, sie verbirgt irgendwas? Hast du dich mal gefragt, wieso die Zerg ihren Planeten so schnell angegriffen haben? Vielleicht gab's da was, was sie wollten. Etwas Zuckersüßes vielleicht. Fleißige kleine Bienchen. Aha. Okay, dann... Ach, wir wollten ja gucken mal, was... Wir wollten ja mal gucken, was der noch so an Söldnern für uns hat. So, was haben wir denn da? Die haben wir, die Warpicks, dann die Feuerfresser. 25.000 und 30.000.
Ja komm, die können wir uns dann mal leisten. Nehmen wir beide Drängen mit. Dann haben wir auch in der Mission mehr Leute, die wir zur Hilfe rufen können. Und ich bin gerade am Legen. Gucken wir uns einmal den Arcade-Automaten an, oder? Weil ich... lohnt sich nicht mehr. Wir gehen auf jeden Fall hier mal durch die ganzen Abteilungen des Schiffs, bevor wir dann in die nächste Mission starten. Laborbrücke. Gehen wir erst ins Arsenal. Oh, der hat wieder was zu erzählen. Swan, was sagst du denn? Hätte nie gedacht, dass ich nochmal nach Meinhof komme. Wir haben uns damals fast totgeschuftet, um auf diesem Schutthaufen überleben zu können. Und von den Kelmorianern ausgenommen zu werden. Bis wir uns aufgelehnt haben, verstehst du? Da hat es uns einfach gereicht. Kann ich gut verstehen. Manchmal muss ein Mann einfach für seine Rechte kämpfen. Zum Teufel, wir waren einfach nur dumm. Im Recht zu sein hilft einem wenig gegen Gaussgewehre und Kampfschreiter. So viele sind für nichts gestorben. Wenn du nicht gekommen wärst... Hey, deine Leute haben ihre Freiheit teuer erkauft. Mit ihrem eigenen Blut. Matt und ich waren nur froh, euch helfen zu können. Ja, anscheinend hat der Reynolds seine komplette Crew dadurch bekommen, dass er den Leuten geholfen hat. Also es ist ein sehr netter Zug von ihm. Und wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen was für unsere Einheiten tun können. Fahrzeuge. Was kann der denn? Verdoppelt die Breite des Helion-Flammenangriffs. Und was haben wir hier uns verursachen? Zusätzlich Schaden gegen leichte Rüstung. Na, jetzt nicht so das Interessanteste für mich. Gefechtsam. Feuerfresse erhalten plus 2 Rüstung. Feuerfresse erhalten 40% zu ihrer Angriffsfläche hinzu. Das hört sich krass geil viel an. Gucken wir mal. Was haben wir hier? Der Angriff des Marauders verlangsamt alle Ziele im Zielbereich und Marauderer erhalten 25 Trefferpunkte. Na, die kennen wir jetzt noch auf die Basis. Da haben wir auf jeden Fall noch erhöht die Reichweite der Einheit im Bunker und erhöht die Anzahl der Bunkerplätze um 2. Erhöht die Trefferpunkte des Raketenturms. Dann werden wir auf jeden Fall die Bunkerplätze erhöhen, damit wir dann noch mehr Power drin haben. Kaufen. Das haben wir hier, sind wir hier auf jeden Fall fertig und wir gehen weiter zum Labor. Oh, die Swan ist gerade nicht da. Jetzt sieht man es definitiv, der Zerg-Tank, das Teil ist gewachsen. Es müsste auch neuer Text stehen, weil ich meine, ich hätte vor 2 Jahren alle immer durchgelesen und jedes Mal, wenn er gewachsen ist, steht da was anderes. Wie gesagt, Video pausieren und selber durchlesen. Die Kristall hat sich nichts dran getan, brauchen wir also auch nicht angucken. Forschungskonsole. Na? Jawohl, da haben wir auf jeden Fall das nächste schon mal. So, jetzt bin ich am Überlegen. Machen wir den Inferno-Turm, Flammturm, der sich außerhalb des Kampfes tarnt. Oder verteidigen wir die Kanonen. Verteidigen wir die Basis mit einer großen Kanone. Ich weiß es nicht. So, um seine Basis zu befestigen, sind die Türme natürlich ganz cool. Ich weiß es aber echt nicht. Ach komm, wir nehmen hier mal die Feuertürme. Flammenturm verursacht massive Flächen. Schaden hat sich in den Kampf verwickelt. Das forschen wir jetzt einfach mal. Einfach wild drauf losforschen und dann war's das. So, und zum Ende der Folge gehen wir zurück zur Schiffsmesse. Den Arcade-Automaten werde ich euch auf jeden Fall in der nächsten Folge, in der nächsten Episode von StarCraft 2, ich habe den Namen vergessen, Wings of Liberty, zeigen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute und wir sehen uns in spätestens 2 Tagen mit StarCraft 2 wieder. Also bis dahin alles Gute, euer Crazy Bane.